Oh, so ein schöner Winterspaziergang ist doch toll. Boah. Ja, und jetzt noch so einen leckeren Punsch dazu. Wir zeigen euch, wie es geht. Los geht's. So, was braucht ihr alles für euren Punsch? Und zwar haben wir jetzt für 6 Personen ungefähr die Angaben. Da braucht ihr 1 Liter Früchtetee, 250 Milliliter Apfelsaft, 250 Milliliter Orangensaft, dann noch Zimtstangen, eine Orange, Nelken, wenn ihr wollt, und ein Päckchen Vanillezucker. Genau. Da wir jetzt ja nur zu zweit sind, machen wir ein bisschen weniger. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach, wie ihr das wollt, also ein bisschen runterrechnen, hochrechnen, wenn ihr mehr oder weniger haben wollt. Gut, als erstes machen wir den Früchtetee. Das bedeutet, lasst euch helfen, es ist heißes Wasser. Also Früchtetee haben wir aufgebrüht. Dann nehmen wir jetzt Apfelsaft, die gleiche Menge Orangensaft. Dann presst ihr entweder ein bisschen Zitrone aus. Wir nehmen jetzt eine Orange. Ihr könnt auch Orangenscheiben in den Punsch reinschmeißen, aber dann müsst ihr bitte darauf achten, dass die Schale unbehandelt ist. Das wissen eure Eltern. Genau. Eine Zimtstange, wenn ihr wollt, ein bisschen Nelken oder auch nicht. Und ein bisschen Vanillezucker. Genau. Ihr bräucht ein Päckchen, wenn ihr die Angaben nehmt. Wir machen jetzt mal ein bisschen rein, weil wir ja nicht ganz so viel haben. Sehr schön. Das lassen wir jetzt ein bisschen köcheln, vor sich hin köcheln, damit es noch ein bisschen die Zimtstange auskocht und das schön warm ist. Muss nicht kochen, sondern nur so ein bisschen immer vor sich hin köcheln. Gut, der kommt jetzt auf den Ofen. In euren Tüten werdet ihr eine Tasse finden und so kleine Porzellansticker. Weil, wenn man Punsch trinken will, braucht man auch eine schöne Tasse. Deswegen werden Eulen oder Monster bei euch in der Tüte sein. Wichtig, bevor ihr mit der Tasse anfangt, nochmal richtig schön spülen mit Spüli, dass es fettfrei ist und richtig gut trocknen lassen. Also wirklich richtig trocknen und dann auch nicht mehr drauf fassen auf die Tasse, damit keine Fettspuren mehr drauf sind von euren Fingern. Dann nehmt ihr euch euer Motiv und macht das weiße Papier auf der Rückseite ab. Wichtig, greift nicht auf den Aufkleber drauf dann. Wenn ihr das abgezogen habt, irgendwie an so einer Ecke festhalten und dann klebt ihr das einfach da auf die Tasse, wo ihr es haben möchtet. Aufpassen, dass es keine Knitter gibt. Ihr könnt natürlich auch alles andere noch draufkleben. Ich habe hier jetzt noch ein Sternchen. Wichtig ist wirklich, dass ihr die ganzen Kanten, also ihr könnt da ruhig schön drüber ruppeln und schruppeln. Das muss gut fest werden. Wenn ihr die jetzt richtig schön fest drauf geruppelt habt mit eurem Tuch, dann merkt ihr schon, da löst sich oben nochmal eine Folie. Die müsst ihr dann einfach langsam abziehen und schon ist euer Motiv jetzt richtig fest auf eurer Tasse drauf. Unsere Tassen sind fertig. Wie lasst die am besten so, man sagt 3 bis 4 Tage noch ein bisschen stehen, damit das richtig richtig aushärtet, diese Sticker, damit die wirklich auch im warmen Spüliwasser und alles, dann ist das kein Problem. In die Spülmaschine solltet ihr sie nicht geben. Wenn es mal passiert, ist es nicht ganz so schlimm, aber nicht ständig. Und nicht in die Mikrowelle oder in den Ofen, ne? Sonst gehen die ab, aber sonst halten die richtig, richtig gut. In euren Tüten findet ihr auch noch die Mengenangaben und einen Thema-Sticker, damit ihr euer Stickeralbum bald vielleicht vollenden könnt. Tschüss!